Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von Schwarzwald TV, im regionalen Infokanal auf YouTube. Ich hatte vor einigen Wochen am Telefon den Seher Michael Schneider in Bezug auf die Vermisstensuche von der Scarlett S. Heute geht es aber um die Politik. Wir haben ja am 26. September die Bundestagswahl und er hat sich bereits schon in einem vorherigen Beitrag geäußert, was er schätzt, wen er schätzt, dass er Bundeskanzler wird. Herr Schneider, grüß Gott, schön, dass ich Zeit gefunden habe. Wie sind Ihre aktuelle Einschätzungen und vor allem in den Medien kann man gerade zurzeit ziemlich viel verfolgen. Wie sind denn da die Fakten aktuell? Grüß Gott, Herr Umstetter. Damals vor einigen Wochen, als wir den Beitrag über Scarlett gemacht haben, habe ich Ihnen ja in einem Nebensatz gesagt, dass ich den Herrn Scholz als den neuen Kanzler sehe. Damals waren die Umfragewerte für ihn ja noch so, dass Laschet leicht vor ihm war und es war nicht absehbar, dass er so durchstarten würde, zumindest von den Umfragewerten her nicht. Da war es noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen und Laschet war leicht vorne. Jetzt ist Laschet ziemlich abgeschlagen und die CDU ja wohl in den neuesten Umfragen unter 20% oder um die 20% und der Scholz bei 25. Die Grünen schwächeln zwar auch, können aber meines Erachtens mit Herrn Scholz und vielleicht dann sogar mit der FDP oder der CDU, wer weiß, ein Dreierbündnis schmieden. Ich bin mir nicht so sicher, ob die das mit der Linkspartei machen. Aber auch das schließe ich nicht aus. Also ich könnte mir auch Rot-Grün-Rot vorstellen. Auf jeden Fall habe ich damals gesagt, Scholz wird Kanzler. Und damals war es noch nicht absehbar, denn vor noch 2, 3 Monaten war Scholz weit abgeschlagen, so wie Laschet es jetzt ist. Aber es kann natürlich noch alles passieren. Ich bleibe aber dabei, Scholz wird Bundeskanzler. In welcher Konstellation? Ich glaube eher, dass es Rot-Grün und dann rot oder gelb wird. Ich glaube nicht, dass die CDU beteiligt wird an der Regierung, sondern eher rot-grün-rot oder rot-grün-gelb. Ja, das sind doch interessante Neuigkeiten. Also wichtig ist natürlich, dass jeder wählen geht. Durch die aktuelle Situation, was hier mit den ganzen Viren da zurzeit umhergeht, sind natürlich viele verunsichert. Aber wichtig ist natürlich, dass man wählen geht und jemand wählen tut. Ja, und ich habe schon gewählt, lieber Herr Umstetter. Ich habe Briefwahl gemacht. Ich habe mir die Unterlagen schon vor 10 Tagen zuschicken lassen, sogar an meinen neuen Wohnort. Und ja, von daher gesehen, ich habe den Brief auch schon abgeschickt. Also da braucht keiner Angst zu haben. Man kann sich die ja überall hin, selbst wenn man irgendwie irgendwo in Urlaub dann ist, hinschicken lassen. Und von daher gesehen kann keiner irgendwie sagen, dass er aus Angst vor Corona oder aus Bequemlichkeit, nicht zum Wahllokal zu kommen, nicht gewählt hat. Es ist eine wirklich Kleinigkeit, das zu tun. Und wenn man mal bedenkt, dass in vielen Ländern dieser Welt, in Afrika, aber auch in vielen asiatischen Ländern, die Menschen Hunderte oder zumindest Dutzende Kilometer oft zu Fuß gehen, um wählen zu können und sich freuen, wählen zu dürfen, dann finde ich, ist es doch eigentlich traurig zu sehen, dass wir zumindest bei der letzten Bundestagswahl eine so hohe Nichtwählerquote hatten. Und was man auch dann nochmal sagen muss, übrigens, ich bin ja nicht nur Hellseher, ich bin studierter Politologe, ich habe da einen Magisterabschluss an der Uni Bonn. Also von daher gesehen, ein bisschen kenne ich mich auch aus, zusätzlich zur Seherei. Was man auch sagen muss, nehmen wir mal das Beispiel der Millionenstadt Köln. Im reichsten Stadtteil Marienburg, ja, wo auch der aus Baden-Württemberg stammende Harald Schmidt wohnt, ja, gab es eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Ich kann jetzt nicht die genaue Prozentzahl sagen, aber sehr hoch, ich glaube 80% oder vielleicht sogar 90, aber 80, sehr hoch, sehr hoch. Egal, was die da gewählt haben, die haben natürlich eher konservativ gewählt, ist klar, aber sehr hohe Wahlbeteiligung. Im ärmsten Kölner Stadtteil Chorweiler, ja, nur Hochhäuser, gab es eine extrem niedrige Wahlbeteiligung. Ich meine unter 50%, also extrem niedrig. Ja. Und das ist dann oft das Gebiet, wo sich die Leute beschweren, dass die Politik nichts für sie tut. Ja, aber wenn sie mehr gewählt hätten, egal dann, wen sie wählen wollen, alle
Parteien, die zur Wahl zugelassen sind, sind ja demokratisch legitimiert, egal wie man sie jetzt politisch selber findet, dann kann man sich nachher auch nicht beschweren, dass ja alles beim Alten bleibt und sich nichts ändert. Also in diesem Fall, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Herr Schneider hat schon gewählt und geht wählen. Mehr kann man dazu nicht sagen. Am Sonntag, 26. September, ist die Entscheidung und ich schätze auf alle Fälle, dass wir uns über das Wahlergebnis danach dann, wenn es dann entschieden ist, sicherlich nochmal drüber unterhalten werden, ob die Prognose gestimmt hat, ob der Herr Scholz Bundeskanzler wurde oder nicht. Ja, und wie gesagt, Herr Umstetter, ich lege mich jetzt auch fest, es wird keine neue GroKo geben, weil da gibt es ja auch einige Auguren, die das vermuten und sagen, es wird so eng, dass wahrscheinlich nur wieder eine GroKo gibt, dann unter Führung der SPD und Herrn Scholz. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es meines Erachtens eine rot-grün-rote Regierung geben wird, auch wenn das auf eine große Kritik stoßen wird in vielen Medien oder auch bei vielen Leuten. Aber entweder diese Alternativ, wie gesagt, eine Ampel rot-gelb-grün, die Grünen aber wahrscheinlich vor den Gelben, aber das, so ist ja eine Ampel ja. Was ich mir nicht vorstellen kann, wie gesagt, eine große Koalition oder auch eine Koalition aus SPD mit Führung von Herrn Scholz, CDU und FDP. Das glaube ich jetzt nicht. Wie gesagt, rot-grün-rot ist meine Prognose an erster Stelle. Wenn das nicht gestimmt haben sollte, ich bleibe dabei. Die Hauptaussage ist ja, Herr Scholz wird Bundeskanzler. Das habe ich ja schon vor Wochen gemacht, als die Prognosen noch sehr gegen ihn waren. Herr Scholz wird Bundeskanzler, aber entweder mit einer rot-grün-roten Regierung oder einer rot-grün-gelben Regierung. Ja, vielen Dank für die Zeit und wie gesagt, 26. September 2021, bitte geht's wählen und gebt eure Stimme ab, sei es jetzt direkt oder per Briefpost vorweg und nichts tun. Ja, gibt es da noch einen Spruch? Ja, wer wagt, gewinnt, oder haben Sie da gerade noch so einen Leitspruch? Ja, also mein Credo ist, nicht die Dunkelheit beklagen, sondern eine Kerze anzünden. Und wie gesagt, es gibt so viele Leute, die sich ja immer auf Internetforen irgendwie austauschen und beschweren und ihre Wut rauslassen. Aber dann könnten sie wirklich durch eine Wahl schon was machen. Und man muss ja auch sagen, im Moment in den Umfragen haben die sonstigen Parteien 6-8%. Wenn man ja mag, kann man natürlich auch, wir haben hier auf dem Wahlzettel irgendwie ungewöhnliche Parteien von Die Partei bis eine Veganer-Partei, eine Partei, die sich Die Liebe oder Liebe nennt. Also es gibt schon sehr ungewöhnliche Sachen, die man da wählen kann. Oder die Tierschutzpartei, die habe ich auch schon mal gewählt. Bei einer Bundestagswahl kann man natürlich immer sagen, Stimme verloren. Aber das hat man natürlich Ende der 70er, Anfang der 80er, als die Grünen sich dann gebildet haben, hat man am Anfang bestimmt auch gesagt, eine Stimme für die Grünen ist verloren. Mittlerweile würde das keiner mehr sagen und vielleicht sagt auch in ein paar Jahren, eine Stimme für die Tierschutzpartei ist nicht verloren. Das waren gute abschließende Worte und vielen Dank für Ihre Zeit. Bis zum nächsten Mal und natürlich gibt es noch einige Beiträge hier auf dem Kanal Schwarzwald TV zusammen mit dem Michael Schneider. Wir verlinken die mal gerade oben und in der Videobeschreibung und sagen Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss. Dabei sein und weg bin ich.